1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute sind bei uns die Jungfrauen dran. Unser Thema heute Nacht heißt Jungfrauen. Ich möchte in erster Linie gerne mit Frauen sprechen, die noch Jungfrauen sind. Bewusst, als bewusste Entscheidung, es gibt ja viele Frauen oder einige Frauen, die sagen, ich spare mir diese Geschichte für die Ehe auf. Das ist meine Überzeugung. Und dazu stehe ich auch. Aber dann gibt es natürlich auch Frauen, die noch keine Gelegenheit hatten oder weil es sich irgendwie noch nicht ergeben hat. Also, in erster Linie möchte ich mit weiblichen Jungfrauen sprechen. Gerne auch mit Männern, die auf Jungfrauen stehen. Und natürlich auch mit männlichen Jungfrauen. Das sagt man ja auch so, wenn die Jungs noch keinen Sex hatten, dann sind das ja auch Jungfrauen. Rund um das Thema Jungfrauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und sage nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet ihr uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Mir fällt gerade noch ein, man kann natürlich auch noch zu dem Thema so eine Überlegung äußern, dass vielleicht auch manche Leute dazu gezwungen werden, manche Frauen dazu gezwungen werden, Jungfrauen bleiben zu müssen, bis sie verheiratet sind und das selbst gar nicht wollen. Mit solchen Frauen würde ich auch gerne reden. 0800 220 50 50. So, die erste Frau, die erste Anruferin ist gleich eine Frau, nämlich die Julia. Und Julia ist 23 Jahre. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Du startest gleich die indiskrete Frage. Du bist eine Jungfrau? Ja. Du bist eine? Ja. Und das zwar nicht aus Überzeugung, ja, sondern einfach, weil es sich nie ergeben hat. Bis jetzt zumindest. Ach. Warst du schon mal verliebt? Ja, aber ich hatte noch nie einen Freund. Also die Jungs, in die ich verliebt war, habe ich eigentlich nie bekommen. Ja, wie weit ging es denn schon? Also ich hatte mal einen Jungen kennengelernt und den hatte ich einfach nur so auf der Straße angesprochen und dann hat man halt kurz SMS geschrieben und der hat mich halt zu Hause eingeladen und dann bin ich da natürlich fröhlich hingegangen und ja, hab gedacht, man schaut natürlich nur TV, ne? Und na, dann war die Hand mal irgendwie schwupp irgendwo am Hintern oder so. Das ist natürlich dann, und dann ist es natürlich dann so weit gekommen, dass man sich ausgezogen hat und so. Aber dann wollte er mehr, aber ich wollte einfach nicht, weil es mir einfach viel zu schnell ging. Natürlich, ja, wenn man den Typen 2 Tage kennt, na, aber, kann man sich nicht wirklich öffnen. Aber nochmal vorab gefragt, du hast den einfach auf der Straße angesprochen? Ja, natürlich so. Ich habe ihn davor in der U-Bahn gesehen und habe halt, oh, der ist total niedlich, ja, irgendwie hat wunderschöne Augen und so. Finde ich schon sehr mutig. Ja, ich habe viele Jungs angesprochen, aber keinen davon wirklich bekommen. Hm. Also nochmal auf diesen einen Fall zurückzukommen, dann wollte der dann gleich richtig zur Sache. Richtig zur Sache, dachte natürlich. Die Julia ist ein gefundenes Fressen, die macht das mit. Ja, natürlich. Ich habe ihnen auch gesagt, dass ich noch nie mit einem Jungen geschlafen habe. Mit einem Mädchen vermutlich auch nicht, oder? Nee, auch nicht. Nee. Wie weit ist es denn gekommen? Habt ihr gefummelt? Ja, gefummelt und ich war dann nachher nur noch in Unterhose da und er war nackt. Und dann wollte er natürlich meine Unterhose ausziehen, das habe ich dann natürlich nicht zugelassen, weil ich gedacht habe, wenn das passiert, dann... Dafür war das zu schnell alles und der Typ, der zu fremd... Er war auch total grob gewesen und das war eigentlich auch ein viel zu kurzes Vorspiel gewesen. Ich hätte mindestens... Ich wundere mich, dass du dich überhaupt auf diese kleine Erotik da eingelassen hast beim TV-Gucken. Da hättest du eigentlich sagen müssen, dir so sagen müssen, nee, das schiebe ich noch ein bisschen hin. Ja, das hat mich auch selber gewundert, weil ich sonst nie so der Typ bin, der... Ich habe mich immer bei anderen Freunden, wie kannst du nur? Das ist doch, du hast doch gar kein Vertrauen zu ihm. Aber irgendwie in diesem Augenblick habe ich gedacht... Ah, jetzt mache ich's mal. Jetzt mache ich's mal. Dann nicht, damit ich was zu erzählen habe, sondern einfach, weil ich will auch mal... Ich verstehe. Weil ist der erste nackte Mann sozusagen. Ach so, das war auch der erste nackte Mann, den du gesehen hast. Ja, also in voller Mannespracht. Voller Mannespracht, ne, der auch vor mir saß. Also das war ja, das andere kennt man aus dem Schwimmbad irgendwie als sechsjähriges Mädchen. Hatte ich das angemacht? Nein. Nein? Nein, überhaupt nicht. Also für mich muss Mann Mann sein, mit Muskeln und... Ach so, das war Mann so ein... Mann halt, nicht jetzt unbedingt Muskeln, aber er muss halt... Das war so ein Strichmännchen. ...kräftig sein und das war so ein dünner Typ und auch noch
so rasiert, ich mag es nicht. Bei mir muss der Mann alles dran sein. Der war am Geschlechtsteil rasiert. Das fand ich auch irgendwie abstoßend. Aber dann später fand ich den Typen auch gar nicht mehr so toll und bin froh, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Das ist übrigens, muss ich mal sagen, eine ganz komische Mode zur Zeit oder seit einiger Zeit, dass die Jungs sich alle blank rasieren unten. Ja. Früher galt das immer als schwul. Ja. Heute machen das fast alle. Ich finde es auch unmännlich, muss ich sagen. Ja, vielleicht so ein bisschen, man kann ja ein bisschen stutzen, aber so ganz blank ist, finde ich auch nicht so ganz in Ordnung. Ja, oder Brusthaare. Ich finde Brusthaare toll, manche Mädchen finden das eklig oder manche Frauen. Also irgendwie, ich finde das ganz toll. Wann war denn diese Geschichte, von der du gerade erzählt hast? Wann da war ich 20, also 2003 war das gewesen. Liegt nur auch schon 3 Jahre zurück. Das liegt nun schon, ja. Wie viel Versuche hast du denn in den letzten 3 Jahren unternommen? Gar nichts, gar nichts mehr. Und hat dich auch kein Typ angesprochen? Doch, aber ich bin da nicht mehr drauf weiter eingegangen. Also das war auch so, dass mir der Typ überhaupt nicht gefallen hat. Okay, man soll wieder nicht nach Äußerlichkeiten gehen. Ein bisschen aber schon. Wenn der Typ mir nicht zusagt und gleich auf mich zukommt und sagt, willst du mich heiraten? Also Wie? Der kam auf dich zu und hat gesagt, willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Und sein Freund stand daneben und hat so eine Kamera gedreht, als würde er mich filmen. Ein Gag war das. Ein Gag, natürlich. Ja. Aber ich habe ihm dann eine falsche Telefonnummer gegeben. Das mache ich immer, wenn er mir nicht gefällt. Das ist so der alte, Trick, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Moment leider arbeitslos. Arbeitslos, das heißt, du kommst auch nicht so viel, durch den Beruf auch nicht so viel rum? Nee, überhaupt nicht. Gehst du denn viel raus? Das ist auch nicht. Meine Freunde sagen auch, wenn du vielleicht, wenn du mal ein bisschen hier, dann würde ich natürlich sofort welche kennenlernen. Ja. Ich denke, ich bin sehr gesprächig, bin sehr offen und selbstbewusst. Ja, du wirkst sehr, sehr kommunikativ und aber wenn ich dann vor einem Jungen stehe, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich erzählen soll. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also ich hatte zum Beispiel mal jemanden kennengelernt, den habe ich in einem Einkaufscenter kennengelernt, der hat da so gearbeitet hinter der Bäckertheke, also in der Bäckerei hatte der so gearbeitet. Und ich habe halt gleich gesagt, gibst du mir deine Nummer und so, ich finde dich niedlich. Und er so, ja klar, und hat sofort einen Zettel gezückt und dann hat man sich zweimal getroffen und nach den zweimal ist es auch geblieben. Er hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet und ich war bei dem zu Hause, muss ich sagen. Es war nichts passiert. Also da waren auch noch 2 Freunde von ihm. Aber das war halt so, dass ich dann eher eingeschüchtert war. Ich hätte natürlich lieber nur Zeit mit ihm verbracht. Da hätte ich mich wahrscheinlich auch mehr geöffnet. Wenn du dich beschreiben solltest auf einer Attraktivitätsskala von 0 bis 10 und 10 ist wahnsinnig gut und 0 ist ziemlich hässlich. Wo würdest du dich einstufen? Ich habe großes Selbstbewusstsein und ich glaube, ich muss mich nicht verstecken. Ich würde sagen schon, dass ich 8 oder 9 habe. Oh, wow! Also, naja, ich weiß nicht. Das ist natürlich, manche Jungs finden mich total niedlich. Also, selbst wenn du vielleicht, wenn du jetzt vielleicht selbst ein bisschen übertreibst, sagen wir mal, 7. 7 wäre ja auch schon toll. Ja. Ne? 7. Ja, natürlich. Und dann so eine Ausstrahlung und dann so eine Powerfrau, wie du zu sein scheinst, geht das doch nicht mit rechten Dingen zu. Wie sieht das denn so mit deiner eigenen Sexualität aus? Befriedigst du dich selbst? Ja, natürlich, ne? Ja, natürlich. Da bin ich natürlich Weltmeister drin und komme so schnell wie möglich. Ah ja, also keine Orgasmusprobleme? Nee, überhaupt nicht. Und du bist auch sicher, dass du auf Typen stehst? Ja, natürlich. Ja. Also Mädchen machen mich jetzt überhaupt nicht an. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe mal ein Porno gesehen mit 2 Mädchen, das fand ich dann irgendwie... Zum Schnarchen. Ja, und auch nicht ansprechen. Das hat mich einfach nicht... Was muss dieser Mann sein, der... Also, da geht es doch mit dem Teufel zu, dass du noch keinen Typ gefunden hast. Ja, also ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich bin circa 1,65 und wiege im Moment circa 69 Kilo. Okay, ich bin jetzt nicht dick, aber ich habe halt runde Portionen. Ja, und viele Jungs finden das schon toll. Ja, da stehen viele drauf. Die wollen gar nicht immer die Bohnenstangen haben. Nee. Ja, die wollen eher so ein bisschen... Wie kriegen wir dich denn unter die Haube? Ja, das weiß ich auch nicht. Bitte nicht mailen, Jungs. Bitte nicht mailen. Wir sind hier jetzt keine Kontaktbörse. Das können wir nicht machen heute bei der Sendung. Dann, wir haben viel wichtige Sachen, die wir hier arrangieren müssen mit Leuten, die sehr krank sind und denen wir wichtige Hinweise zukommen lassen wollen. Das machen wir heute nicht. Also wenn mir einer gefallen würde, und dann ist ja kein Problem, ihn anzusprechen. Ich habe zum Beispiel einen Jungen im Visier. Ich gehe immer ins Internetcafé und ich sehe ihn da immer. Mhm. Und ich gehe da schon so ewig lange hin. Mhm. Und ich habe... ihn aber mal mit einem Mädchen gesehen, Hand in Hand. Und habe gedacht, oh, na toll, der hat eine Freundin, was soll ich denn mit dem? Mhm. Und jetzt habe ich ihn aber schon ewig nicht mehr in Begleitung dieses Mädchen gesehen und frage mich, ob der jetzt eigentlich noch zu haben ist. Und der lächelt immer total süß, wenn ich komme und so. Ran an den Speck. Ich traue mich nicht, obwohl ich ja sonst immer, ich habe mal einen Typen bei McDonald's, angesprochen.
Es war ganz toll, mit Zettelchen zuschieben. Mensch, und so, finde ich toll. Du hast den einen angesprochen, der gleich mit dir in die Kiste gehen wollte. Mhm. Du hast bei McDonald's jemanden angesprochen. Dann kannst du auch im Internetcafé jemanden ansprechen. Ja. Na, mal, hallo. Na so, ja, aber ich, dann nachher ist es vielleicht... Ja, also, und wenn nur, er nicht will, dann ist er ja, toll. Ich werde mal als Jungfrau sterben. Nein, alter Spruch, nur wer wagt, gewinnt. Ja, natürlich. Ja, und wenn der auch ab und zu ein blaues Auge holst oder einfach eine Frust... Aber einen Korb habe ich ja noch nie kassiert. Wenn, dann haben mir die Jungs dann immer eine SMS geschrieben und haben gesagt, tut mir leid, ich habe leider eine Freundin oder lalalala. Also, es ist eine rein mathematisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ groß, dass da bald was passiert. Lass mich dich noch was fragen zum Thema Sexualität. Ist eine große Sehnsucht da, endlich mal mit dem Typ Sex zu haben? Schon. Vor allem, wenn Freunde erzählen oder so, dann... Ja. Ich sehe gerade eure Einblendung. Ich sehe schon. Es gibt natürlich auch noch andere Fastfood-Ketten, wo man nette Jungs ansprechen kann. Ja, wer ist das denn? Burger King, ne? Oder? Was? Ne? Die andere heißt Burger, ne? Burger. Ja. Blablabla. Ja, und so weiter. Ja. Nee, ich habe natürlich schon Sehnsucht, wenn ich das im Fernsehen sehe oder wenn ich von Freunden, ich habe eine Freundin und die erzählt mir immer die tollsten Sachen und so. Naja, vielleicht kann sie auch übertreiben, aber es ist halt so, dass ich mich schon danach sehne. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Sehnsucht da ist, einfach mal sich richtig zu verknallen, nicht nur sexmäßig, sondern dass man einfach mal richtig so auf Wolke 7 schwebt. Hm. Ne? Aber ich will dir sagen, keine Panik. 23 ist vielleicht noch so ein bisschen ungewöhnlich, dass da noch nichts passiert ist, aber das ist noch nicht dramatisch. Ja. Da muss man noch nicht in Frust und in Torschusspanik geraten oder so. Keineswegs. Ja. Wenn du dich selbst befriedigst, was für Fantasien hast du dabei? Naja, ich habe irgendwelche Bilder von Männern. Halt vom Mann und Frau treiben miteinander. Das ist halt im Kopf. Achso, du hast Bilder nicht nur von einem Mann im Kopf, sondern von zärtlichen, geilen Stellungen zwischen Mann und Frau. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Es ist so, dass auch es mir gar nicht um den Orgasmus geht beim Sex jetzt wirklich, weil den kenne ich ja selber. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich beim ersten Mal keinen hätte. Ja. Es wäre halt einfach nur diese Innigkeit, diese Leidenschaft und diese Wärme, dieses eins sein, das finde ich schon. Niemand kann verstehen, dass du noch keinen Freund hattest. Ja, ich weiß nicht. Und manche Mädchen sagen auch, beziehungsweise Freundinnen sagen halt so, sei froh, dass noch kein Junge dich geknackt hat. Aber ich finde es so... Du willst geknackt werden. Ich will auch mit meiner besten Freundin darüber natürlich, reden. Und hey, natürlich. Hast du das ausprobiert? Und hier, wie wir... Ja, das ist auch ganz normal. Also, ich hoffe dir, ich wünsche dir, dass du bald geknackt wirst. Ja, ich hoffe es und auch. Du könntest vielleicht auch mal im Sommerurlaub, obwohl das ja auch wieder nicht so gut ist. Ja, doch, im Urlaub ist natürlich auch ein großes Multiplikationsfeld. So, ja. Ne? Internet natürlich auch, du könntest ja auch, wo du schon... Das hatte ich schon mal probiert, allerdings bin ich da nicht weiter angegangen. Also ja, ich hatte mich mit ihm verabredet, bin dann aber nicht gekommen, einfach weil ich es dann schon wieder Angst hatte und weil, wir können es ja im Auto machen. Ah nee, danke. Okay, du musst es langsamer angehen lassen. Aber du musst weiter aktiv sein und ich könnte schwören, dass es bald funktioniert und du dann auch eine tolle Liebhaberin bist. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich denke, ich bin auch sehr offen für alles und rein da. Also. Julia, ich wünsche dir bald einen tollen Typ, der nicht nur das eine von dir will, aber der das eine auch toll mit dir macht. Ja, das wäre schön. Ne? Ja. So wünschen wir es dir. Also manche sagen ja auch, dass wenn man das erste Mal nicht schön war, dass das Sexleben danach ein bisschen gestört sei. Ach nee, das ist Quatsch. Mein erstes Mal war auch nicht schön. Naja, das wollen wir auch nicht. Das ist halt alles eine Frage der Übung und des Trainings und so weiter. Ja, okay. Julia, toll, toll, toll. Ich wünsche alles Glück und alles Liebe. Und schön, dass ich mit dir telefonieren durfte. Das hat mich auch sehr gefreut. Das war schön. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt Jungfrauen. Ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die noch Jungfrauen sind. Freiwillig oder unfreiwillig, wie wir es gerade von Julia gehört haben. Frauen, die vielleicht bewusst sich entscheiden, nein, ich gehe nicht mit einem Typ ins Bett, bevor ich verheiratet bin. Oder Frauen, die auch mehr oder weniger dazu gezwungen werden, nicht mit einem Typ zu schlafen, bevor sie denn verheiratet sind. Würde auch gerne mit Männern reden, die Jungfrauen sehr attraktiv finden und sehr scharf sind auf Jungfrauen. Natürlich auch mit männlichen Jungfrauen. Also, das Thema Jungfrauen ist unser Thema heute Nacht. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Uwe. Uwe ist 36. Guten Morgen, Uwe. Ja, hallo. Ja, werde ich dich auch gleich mal fragen. Bist du noch eine Jungfrau? Ja, ich bin noch Jungfrau, ja. Du bist noch Jungfrau und du bist 36. Ja. Da ist es schon ein bisschen härter.
als mit 23. Das stimmt. Ja, und wenn so eine wie Julia mich ansprechen würde, ich würde im Boden versinken. Warum? Ja, es wäre für mich ein Albtraum. Warum? Wie soll ich sagen? 36 Jahre schon, ne? Ja. Anfang habe ich es mit Sport versucht, um darüber wegzukommen, dass ich niemals eine Frau haben werde. Aber sag mal gerade, warum das ein Albtraum wäre, wenn jemand wie Julia dich ansprechen würde? Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mich eine Frau anspricht. Ach so, einfach weil... Das ist noch nie passiert. Ich habe auch nie eine Freundin gehabt, Freunde auch so gut wie nie gehabt, darum... Also, eins nach dem anderen. 36 Jahre alt, noch nie eine Freundin gehabt. Nein. Du bist heterosexuell. Ich hab mal psychologisch ausgetestet, ob ich auch andersrum wäre, aber nein, das ging auch nicht. Nein, es ist auch nichts, das weiß ich. Also in der Fantasie taunt ich das gar nicht an mit einem Typ. Sagen wir so, wenn ich mich selbst befriedige, ja, dann kommt alles vor. Dann kommt alles vor. Wirklich alles. Und dann kommt Gewaltfantasie alles vor. Ja. Aber das dann auch nur da, weil es verboten ist. Und was verboten ist, ist irgendwo auch wieder geil und dann kommt man auch. Also aber die Tendenz ist klar zur Frau hin. Zur Frau hin, ja. Nie verliebt gewesen. Nein. Nie eine Freundin gehabt. Noch nie eine Freundin gehabt. Nie Sex gehabt? Noch nie Sex gehabt. Nie Sex gehabt. Noch nie. Mhm. Tja, es ist am Anfang im Kindergarten nichts gewesen und in der Schule auch nichts. Und wie erklärst du dir das? Vielleicht nie Muttermilch gekriegt, ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Julia auch gefragt, von wegen Attraktivität. Skala von 0 bis 10. 0 ist völlig, völlig hässlich, 10 ist Adonis. Wo würdest du dich einstufen? Ich habe kein Selbstbewusstsein. Ich würde mich im unteren Drittel einstufen. Mhm. Das ist wohl das Problem. Ja gut, aber es gibt ja so viele Menschen, die nun gerade auch nicht ganz toll aussehen und dennoch super Sex haben. Ich bin 1,93 Meter groß, wiege 80 Kilogramm. Ne? Ja, ist doch schon mal gut. Hab früher auch Sport getrieben, viel Fahrrad gefahren und weiß ich alles. Ne? Aber du hast sehr starke sexuelle Fantasien. Sagen wir mal so, ich versuche mich abzufinden, niemals Sex zu haben mit einer Frau, also nur noch mit Selbstbefriedigung zu leben. Und wenn Sex, damit mit der Dame Marihuana, sonst klappt gar nichts. Hm. Ist so. Und ich glaube, ich muss mich damit abfinden oder ich werde wahnsinnig. Hast du denn im Laufe deiner aktiven Zeit jetzt auch mal oft Frauen angesprochen? Nein, nichts kann ich doch gar nicht. Das ist für mich unmöglich. Mhm. Also es ist für dich ein Horror, von der Frau angesprochen zu werden und auf Frauen anzusprechen. Ja, das ist natürlich eine Sackgasse. Ja, natürlich, das ist eine psychologische Sackgasse, das weiß ich. Mhm. Und da gibt es auch keinen Ausweg für mich. Das ist für mich das Verderben, ich weiß. Aber die danach hat man, natürlich. Man ist ein Mensch, man ist ein sexuelles Wesen, das ist es ja. Warst du denn schon mal in der Überlegung zu sagen, okay, wenn das alles nicht klappt, dann gehe ich zumindest mal zu einer Hure? Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja auch eine Frau. Wie soll ich das machen? Hingehen? Das geht nicht. Nein. Hm. Ich kann da nicht. Es ist für mich die Frau ist für mich ein anderes Wesen. Es geht nicht. Hast du denn Angst? Schämst du dich? Ja, vielleicht habe ich Angst, schäme mich vielleicht auch und ich habe auch das Selbstbewusstsein nicht, das ist es ja. Sag mal, nehmen wir mal an, es ergäbe sich jetzt, dass du mit einer Frau in eine intime Situation kämst. Nur als Gedanken. Das kann ich mir gar nicht an, das gibt's, sowas gibt es nicht, sowas gibt es nur im Film. Ja, nur langsam, wir versuchen es trotzdem mal. Ich versuche es dir mal vorzustellen. Ja. Was für eine Angst wäre das, die du dann hast? Meine Seele zu verlieren, ich weiß es nicht, mich selbst zu verlieren. Hm. Mein Herz zu verlieren. Nur wenn du mit ihr schlafen würdest. Schlafen heißt Liebe. Wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, dann heißt nicht sofort, dass ich mit ihr schlafen will. Auch wenn ich eine Frau auf der Straße sehe und ich finde sie hübsch, dann denke ich auch, boah, mit der möchte ich gerne mal schlafen. Ja. Und das ist schon für mich ein Verderben. Das ist für mich Sünde. Und Sünde heißt Hölle. Und das heißt, Stopp. Warum ist das Sünde? Ja, es ist Sünde. Denn ich finde, wenn ich eine Frau sehe, dann würde ich nicht erst wünschen, mit ihr ins Bett zu gehen, sondern sie erstmal kennenzulernen als Mensch und so näher zu kommen und dass es erstmal menschlich zueinander passen würde. Ja. Auf der intellektuellen Weise, weißt du? Und Sex käme für mich dann erst an zweiter Stelle. Okay, aber du hast es auch nie versucht, auch auf diese ganz traditionelle und langsame Art eine Frau kennenzulernen. Einfach so, wie du es gerade beschrieben hast. Einfach mal kennenlernen, sich austauschen. Nur theoretisch in meinen Träumen, aber da kommt sowas auch nicht vor. Und darum. Wie lebst du? Ich habe eine Single-Wohnung, die habe ich zum Glück abbezahlt. Ja? Wie in Eigentumswohnung, oder? Eigentumswohnung, ja. Genau. Das heißt, du hast gut Kohle. Nein, ich bin auch gerade arbeitslos wie die arme Julia und auch gerade an der Suche. Und was hast du vorher vom Beruf gemacht? Ich war vorher im Bergbau und dann habe ich eine Umschulung gemacht und
Jetzt bin ich weiter auf Suche. Ja, hast du denn einen Freundeskreis? Nein, auch nicht. Auch nicht, das heißt, du bist ein ziemlich einsamer Mann. Ich bin ein sehr, ich bin ja auch schon Sternzeichen Krebs, also ich bin ein in sich eingeschlossener Mensch. Du hängst also viel alleine zu Hause rum. Richtig, richtig. Was machst du dann, wenn du zu Hause alleine bist? Die vielen Samstage, die Feiertage. Das ist vorm Fernseher sitzen, vielleicht mal ein bisschen Sport noch treiben. Ich habe ja früher viel Sport getrieben. Ja. Aber das hat die Leere in mir nicht ausgefüllt. Mhm. Nee, dann habe ich mich in Drogen geflüchtet. Mhm, habe ich gerade schon wahrgenommen mit der Marihuana. Genau. Ist das schlimm im Moment oder noch so? Nein, Drogen, das kommt nur hin und wieder mal vor. Wenn es ganz schlimm sein sollte, dann ist das wie eine Medizin. Dann kann ich damit flüchten in andere Welten. Dann kann ich mich in andere. Ist natürlich keine Lösung. Nein, ist keine Lösung, ist klar. Ist keine Lösung. Knallst du dich denn mit Pornografie zu? Nein, auch nicht. Sowas habe ich auch zu Hause nicht. Auch nicht. Nein. Wie? Eins habe ich. Ich habe ein verbotenes Video habe ich zu Hause. Das ist ein Zeichentrickfilm, auch Manga, so gesagt. Ja, ein Porno-Zeichentrickfilm. Ja, genau. Und das macht dich an? Sagen wir mal so, den Ton höre ich ja gar nicht. Ich mache den auf Stumm. Und ja. Da tut ein Typ eine Frau vergewaltigen. Und das ist natürlich auch Sünde, das würde ich auch nie machen wollen, aber das macht mich irgendwo geil, ja. Mhm. Aber ich würde das nie mit einer Frau machen. Frauen sind für mich Götter. Ja. Und das könnte ich nie machen, aber das ist das Einzige, und das, ich gucke mir das Video nicht täglich an, das liegt monatelang. Wie oft befriedigst du dich selbst? Das kommt sehr selten vor. Und wenn ich es mache, dann dauert das sehr, sehr lange. Dann kommt das über einen halben Tag, bis ich komme. Also wirklich, ich genieße es dann auch richtig, dann kommt das immer wieder auf eine höhere Levelstufe. Dann. Und das sind immer so eher so auch so Gewaltfantasien, die du hast dabei? Ja, dann kommt vor, dass homosexuelle Männer mich vergewaltigen oder dass Frauen über mich herfallen. Mhm. Ich kann mir sowas auch nur in Extremfällen auch dann vorstellen. Nimmst du Hilfsmittel dazu oder die klassische Methode? Das ist die klassische Methode. Mhm. Oder wenn mit Drogen, ist klar, ne? Mhm. Aber sonst nein. Wobei, nochmal gesagt, mit den Drogen, das ist keine Lösung, ne? Das ist, nee, das ist klar. Höchste ist Gefahr. Ich nehme das auch nur sporadisch, ein, zwei Mal im Jahr. Weißt du, Uwe, was mich so ein bisschen erschüttert daran ist, dass du das so erzählst, als hättest du dich da jetzt definitiv mit deinen erst 36 Jahren, sage ich jetzt mal, dass du dich damit abgefunden hast. Ja, ich muss mich damit abfinden, sonst werde ich wahnsinnig. Ja, warum versuchst du denn nicht, in irgendeine Richtung zu denken, dass du dieses sehr ritualisierte Verhalten, was du da hast, du bist ja eingemauert. Ich versuche es ja, mich herauszulösen. Ich lese Kant, durch Marihuana bin ich durch Kant gekommen. Ich hab Kritik der reinen Vernunft. Ja, das solltest du vielleicht lieber nicht lesen, weil dir das in dem Fall nun mit Sicherheit 100% Ja, Kant hat auch keine nicht. Frau gehabt. Ja, schlimm genug. Und das wird dich nicht weiterhelfen. Das macht dich noch mehr zum Einzelgänger. Also kannst alles lesen, aber bitte nicht Immanuel Kant im Moment. Gab es denn mal so in Richtung, dass du dir durch Psychiater oder Psychologe, Therapeut... Nein, könnte ich ja auch nicht. Ich könnte mich gar nicht so weit offenbaren. Du erzählst es mir hier doch jetzt gerade alles. Ja, das ist das Schöne. Es ist ein Telefon dazwischen. Ja. Und du bist als Stimme da. Ja, aber trotzdem. Nicht als reale Person, verstehst du? Ja, das ist mir völlig klar. Aber im Hinblick darauf, dass du vielleicht die Chance hättest, ein ganz neues Leben nochmal zu beginnen, du bist doch ein zugänglicher Mann, auch intellektuell zugänglicher Mensch, müsstest du doch eigentlich zu der Entscheidung fähig sein, zu sagen, ich gehe einen ganz unkonventionellen Weg. Ich gehe mal zu einem Psychotherapeut, zu einem Psychiater. Da müsste ich mich eröffnen. Ja. Das geht nicht. Da würde ich sterben. Aber das heißt, du arrangierst dich damit, dass du ohne Sex und ohne Liebe sterben wirst. Ich hoffe, dass ich bald krepiere. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal an Lungenkrebs oder so sterbe. Hör auf. Doch. Denn das finde ich, du hast gerade mehrfach den Begriff der Sünde gebraucht. Den will ich eigentlich gar nicht gebrauchen, weil der mir so vorbelastet ist. Aber ich gebrauche ihn jetzt mal. Wenn du sowas sagst, das finde ich schon. Sünde kommt von absondern, ich weiß. Das ist ja das Wort Sünde. Sünde heißt sich absondern von der Gesellschaft. Und das tue ich. Das ist es ja. Ja, aber sich zu wünschen, dass man bald an Lungenkrebs stirbt. Ja, ich weiß nicht, ob du meine Sendung oft siehst. Dann weißt du. Soll ich was sagen? Meine Schwester hat mich mit 30 Jahren aufgeklärt, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind. Und das ist, solche sind immer härtere Rückschläge, die man immer mehr kriegt, weißt du? Das ist dann. Ja, das glaube ich auch. Aber okay, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater. Das sind meine wahren Eltern. Aber ich verfluche die Frau, die mich auf die Welt gesetzt hat und mich dann nach zwei Tagen irgendwo. So, und damit wärst du mit einem guten Therapeuten mitten im Gespräch. Ja, das geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, ist aber so. Ich
Das könnte ich nicht. Nein, du musst es natürlich wollen. Es geht schon. Ja, aber es geht nicht. Ja, sagst du. Ja, klar. Man kann niemanden dahin zerren. Das ist ja völlig klar. Ja, klar. Ne? Das ist es ja. Und darum versuche ich mich abzufinden und ich hoffe, dass ich bald draufgehe irgendwann mal. Ja, und das macht mich richtig wütend, wenn ich das so höre. Ja, was soll ich machen? Worauf ich gerade hinaus wollte. Mhm. Ich spreche hier so oft mit schwerst kranken Menschen, die es als eine Gnade empfinden würden, körperlich so gesund sein zu können, wie du es bist. Und ja, du sagst, ich hoffe, dass ich bald krepiere. So schlecht geht es dir nicht, auch seelisch nicht, dass du dir das... Doch, meine Seele ist, glaube ich, irgendwo schon halb tot, darum... So, aber du machst es ja auch sehr bequem und sagst, na gut, dann lass ich tue ja gar nicht, ich lasse alles so über mich ergehen. Das ist auch eine schwache Leistung. Ja, ich weiß, es ist feige, aber... So. Ich bin ein feiger Mensch vielleicht, aber es ist... Ich erfriere. Innen drinne ist schon, mein Herz ist, glaube ich, schon Stein. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Meine Seele ist schon zur über der Hälfte tot. Mein Körper, das ist das Verrückte. Mein Körper ist wohl noch soweit gesund, aber Seele ist tot. Somit ist es wahrscheinlich auch sinnlos, dir ein Gespräch mit meiner Psychologin anzubieten. Ja, das bringt dann auch nichts. Ich sag ja nur, die Leute, die eine Frau haben, das ist und Liebe haben, für die ist das sechs Richtige. Und die beneide ich auch, die das haben. Ne? Liebe ist das Schönste wo auf der Welt, was es gibt, aber das bleibt mir wohl verwehrt. Ja, und ganz, ganz sinnschwanger sagst du das und mit etwas Selbstmitleid auch. Ja, ich habe ja gesagt, das ist das. Ich kann es nicht ändern. Darum, es ist. Ich werde mich irgendwann mal einen super großen Joint bauen und mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, du könntest das zumindest versuchen. Aber okay, da würden wir jetzt im Kreis reden und ich glaube, das bringt auch nichts. Nee. Ich muss das respektieren, was du sagst. Das ist dein Leben und wenn du das so für dich entscheidest, dann ist das halt so. Ja, das ist harter. Ich weiß. Da gibt es keinen Ausweg mehr für mich. Ich weiß. Lieber Uwe, ich danke für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dennoch alles Gute. Alles klar, ne? Auf Wiederhören. Tschüsschen. Tschüss. Jungfrauen, das ist unser Thema heute, ihr Lieben. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Jungfrauen, 0800 220 50 50, dann meldet euch per Telefon, kostenfreie Nummer, oder mailt unter domian@wdr.de. Ich möchte mit weiblichen Jungfrauen reden, mit männlichen Jungfrauen, mit Frauen, die es freiwillig sind, die es unfreiwillig sind, mit Männern, die gerne Jungfrauen haben und die auf Jungfrauen stehen. 0800 220 50 50. Hier ist die Conny. Conny ist 45. Ja. Hallo Conny. Hallo. Guten Morgen. Conny. Hier steht bei mir in Klammern noch plus Ehemann. Ja klar, mein Mann sitzt dabei, der redet nur nicht selber gerne. Ah ja, verstehe. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Conny 45 plus Ehemann zum Thema Jungfrauen. Ja, erklär's mir. Also ich bin keine Jungfrau mehr, aber wir sind beide als Jungfrauen zusammengekommen. Ach so. Wir sind 26 Jahre verheiratet. Ja. Vor 26 Jahren warst du eine Jungfrau und er eine Jungfrau. Ja, also direkt vor der Heirat nicht. Da haben wir schon vorher was gemacht. Aber wir sind beide Jungfrauen gewesen. Als ihr euch kennengelernt habt. Ja, ja, genau. Ja. Und wir sind immer noch sehr glücklich. Das heißt, dein Mann ist der erste Mann in deinem Leben? Ja, nach wie vor? Deine erste Frau. Und das geht ja schon seit 26 Jahren so. Ja, 26 Jahre, insgesamt 29 Jahre. Insgesamt 29 sogar. Ja, 26 Jahre verheiratet, zwei Kinder. Zwei Kinder? Und 24 und 20. Und alles im grünen Bereich? Ja, und toll. Der Ehemann möchte auch nicht mit mir so gerne sprechen? Er redet allgemein nicht so gerne, aber er ist bei mir, kannst du ihn hören. Ja, er sagt gerade, er ist nicht da. Okay, dann will ich das auch so respektieren. Gab es denn in diesen Jahren mal, oder vielleicht auch je mehr Jahre dazu kamen, doch mal so, ich meine, das wäre gar nicht schlimm, weil die Sehnsucht vielleicht auch mal mit einem anderen Menschen Sex haben zu wollen? Das kam irgendwann mal auf, ja. Bei beiden oder nur bei dir? Oder nur bei beiden. Bei beiden. Und das habt ihr euch dann auch so mitgeteilt? Ja, aber wir gehen nie fremd oder sind nie fremd gegangen. Was wir uns jetzt als Lösung gesucht haben, wir besuchen Swingerclubs und... sind dann aber auch für uns. Ach so, das heißt, ihr geht gemeinsam in den Swingerclub, guckt euch sehen da... Sehen und gesehen werden, aber getan wird es dann nur zu zweit, also ihr genau. beiden. Genau. Es gibt also keinen Gruppensex. Ja, Gruppensex ist ja natürlich. Das schon? Sind ja mehrere. Gut, aber du schläfst nicht mit anderen Männern. Nee. Und er schläft auch nicht mit anderen Frauen. Nein. Nee, ihr seid dann nur da in dieser... Berühren mal, ja. Das schon, ja. Aber ihr seid dann das Paar.
Genau. Ist das so für euch so die goldene Lösung, es so zu schaffen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, weil wir haben nie langweiligen Sex gehabt, ja. Die ganzen Jahre nicht. Ja. Wie darf ich fragen, wie oft ihr noch Sex habt? Wie oft wir Sex haben? Oh, sehr oft. Sehr oft? Sag mal so, ungefähr einmal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche. Kannst du nicht so genau sagen. Also manchmal ist es viermal am Tag oder dreimal am Tag. Wie bitte? Dreimal am Tag nach 29 Jahren? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, und dann kommt auch mal wieder eine Zeit, wo wir drei Tage nichts haben und dann ist es dann halt wieder... Drei Tage nichts? Na, das ist aber eine lange Zeit. Nein, aber das ist wirklich so. Conny, ich bin sprachlos. Ja. Da seid ihr aber wirklich ein Sonderfall... Ohne Gleichen. Also ich kenne kein Paar, was so lange zusammenlebt und wo das so funktioniert. Doch, wir halten das auch relativ frisch. Also immer wieder was anderes. Auch mal unterm Baum, wenn wir an der Mühle sind zum Beispiel. Was? Unterm Baum? Wenn ihr an der Mühle seid? Ja, zum Beispiel. Wie? Welche Mühle? Was Möhne. Ach, eine Möhne. Möhne-Talsperre. Ja, genau. Ach so. Und dann tuchtelt ihr unter... Körbecke, sagt man mal gerade. Ja. Ja. Da sind dann Wälder und... Dann geht ihr unter den Baum und... Kann mal passieren, ja. Das heißt, was ist das Erfolgsrezept? Dass ihr versucht, immer wieder neue Sachen zu machen? Ja, wir versuchen das immer frisch zu halten und wir machen das auch. Und da sollten sich viele junge Leute auch mal zu Herzen nehmen. Ich weiß gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Also ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich sehr lange mit jemandem zusammen war, dass das dann, ich sage immer schon, natürlicherweise dann nachlässt, die Leidenschaft. Nee, das lässt nicht nach. Bei euch nicht? Mm-mm. Vielleicht seid ihr einfach zwei Glückskinder, die sich da gefunden haben. Ja, vielleicht. Weil Liebe auf den ersten Blick war, kann sein. Ja, schon, aber nach 30 Jahren, ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt, nach 30 Jahren noch so geil aufeinander zu sein, wie am Anfang, doch, ist ja fast ein Wunder. Oder nehmt ihr irgendwas ein? Nein, wir nehmen nichts ein, nein, wirklich nicht. Und das ist wirklich bei ihm so und bei dir identisch? Ja, das ist bei uns beiden. Wahnsinn. Also ja, das ich lese gerade die Einblendung von meinem Team. Das Team sagt auch Respekt. Ja, nee, das ist aber wirklich so. Wir lieben uns immer noch, wir haben am ersten Tag noch viel mehr, weil wir haben auch viele harte Schläge gehabt durch Krankheit und so weiter. Conny, da kann ich wirklich nur Glück euch beglückwünschen. Ich glaube, ihr seid wirklich da ein Ausnahmefall, ein Ausnahmepaar. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Sehr ungewöhnlich. Warum? Das weiß ich nicht, aber für uns ist es normal. Ja. Keine Abnutzungserscheinungen. Nein, aber wir machen uns auch jeden Tag immer füreinander interessant. Aber wie schafft man das nach 30 Jahren? Nachdem man immer, also man muss immer miteinander reden, immer im Gespräch bleiben. Ja, klar. Das ist sehr wichtig und offen sein. Interessant bleiben. Ja, aber wie? Wir sind ja zum Beispiel drauf gekommen, dass wir gerne Strumpfhosen mögen, beide. Ach. Und dann... Wie, aber dazu gehört ja wirklich dann auch eine Offenheit, auch sprachliche Offenheit beim Thema Sexualität. Natürlich. Das heißt, da muss man sich gegenseitig auch zugestehen. Das ist ja vielleicht für deinen Ehemann vielleicht noch komplizierter gewesen, wenn er dann sagt, ich stehe auf Strumpfhosen. Nö, ich hab mal eine Strumpfhose nur angehabt und er war sehr heiß. Ja. Hatte ich nichts runter und... Ja, und irgendwann kam das mal drauf, dann habe ich zu meinem Schatz gesagt, jetzt zieh doch auch mal eine an und dann kam das halt an. Und hat er mitgemacht? Ja. Und dann fandst du das wiederum auch geil, wenn er eine Strumpfhose anzieht ohne Unterhose? Ja, aber halt nur beim Sex, ne? Weil, also nicht so privat. Nee, ist klar. Mhm. Ja. Was habt ihr denn noch so für Entdeckungen gemacht? Also im Freien hast du gerade schon gesagt, unter dem Baum, jetzt mit der Strumpfhose, was? Swingerclub, was noch? Das war's. Ja, wir fahren sehr gerne mit unserem Mobil rum. Mit was? Mit dem Wohnmobil. Wohnmobil, ja. Wir haben ein Wohnmobil und da fahren wir sehr gerne mit rum. Ja. Aber nur für uns beide halt. Dann machen wir sehr gerne mit Urlaub. Ja, und dann geht das in dem Wohnmobil aber richtig zack, zack zur Sache. Ja, ja, ne? Auch. Auch. Natürlich. Toll. Wir genießen die Landschaft, wir genießen alles und dann... Und abends ist man dann auch nicht direkt müde und hat dann noch ein bisschen Zeit für Späßchen. Genau. So. Toll. Ich finde es wirklich super toll. Frage noch zu dem Swingerclub. Wenn ihr in den Swingerclub geht, warum die Abgrenzung, dass da nicht mal, dass du auch nicht mal mit einem anderen Mann in Anwesenheit deines Ehemanns und umgekehrt? Warum das nicht? So weit sind wir noch nicht gekommen. Also
Das könnte auch noch passieren? Das weiß ich nicht. Das wissen wir beide noch nicht. Aber es ist kein Tabu? Es könnte ja mal, aber ja, wir haben unendliches Vertrauen zueinander. Ja. Ja, ich glaube, wenn man so großes Vertrauen zueinander hat, kann man sich auch auf solche Sachen einlassen. Aber wir wissen ganz genau, dass wir uns nie trennen würden. Ja, ja, klar, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Also immer nur zusammen. Ja. Mhm. Es gibt ja im Swingerclub auch, dass dann Leute getrennt hochgehen oder ne, was machen. Und, das ist nicht unser Fall. Mhm. Dieses "wir wollen uns nicht trennen" bezog sich jetzt auf die Aktivitäten in dem Swingerclub. Ja, genau. Mhm. Auch überhaupt euch zu trennen als Ehepaar ist wahrscheinlich eine vollkommen abstruse Vorstellung für ganz euch. Ganz abstrus, ne? Ja. Gar nicht. Auch nicht für Urlaub oder sonst was. Wie viele Tage in diesen fast 30 Jahren, die ihr miteinander jetzt verbunden seid, wart ihr getrennt? Ja, jetzt ehrlich, nur wo mein Mann operiert worden ist, wo er im Krankenhaus lag vor 20 Jahren. Ja. Und jetzt war ich notgedrungen auch eine Woche im Krankenhaus und dann 3 Wochen in der Reha. Und dann ist mein Mann aber noch ja 3-mal in dieser Zeit noch in der Reha gekommen und war für 4 Tage immer jeweils da. Also immer nur, wenn Krankheitsgeschichten angefallen, sonst nie. Bist du wieder richtig gesund? Bist du fit wieder? Nee, noch nicht. Ich werde nächsten Monat nochmal operieren. Was hast du? Bandscheibenvorfall und Wirbelsäule. Ah, unangenehm. Unangenehm, aber kriegt man irgendwie in den Griff irgendwann, ne? Genau. Ja, ist nicht so, ist nicht lebensbedrohlich oder so. Nein, nicht lebensbedrohlich. Conny, ich sag's nochmal, ich finde es wirklich super. Und beglückwünsche euch von ganzem Herzen, als Jungfrauen in die Ehe gegangen, also sich kennengelernt zu haben und dann nach 30 Jahren so glücklich zu sein. Ich habe das jetzt gar nicht gefragt, ich bin davon ausgegangen, dass euer gesamter Alltag auch wahrscheinlich toll funktioniert, ne? Ja, alles. Wie alt sind die Kinder? Immer gemeinsam. Ja, wie alt sind die Kinder? Die Tochter ist 24 und der Sohn ist 20. Wahnsinn. Und gerade bei der Bundeswehr. 2 Glückskinder. Ja. Habe ich da jetzt hier kennengelernt. Und beide sind auch wirklich Wunschkinder gewesen. Also wir mussten nicht heiraten, wir haben die einfach gewollt. Ja, nee, eigentlich meinte ich jetzt euch beiden, zwei Glückskinder, die das Schicksal da irgendwie zusammengefügt hat. Und, ja, wirklich so. Super, ich wünsche euch ein ganz langes, weiteres, sehr, sehr, sehr glückliches Leben. Danke. Und ich bin sicher, wenn da ist so viel Vertrauen, dass ihr euch in Sachen Sexualität auch noch das ein oder andere Experiment erlauben könnt, weil das Vertrauen da ist und dann funktioniert genau. Das auch. Genau. Liebe, schöne Grüße an deinen Ehemann. Danke. Und euch, wie gesagt, alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss, Conny. Ja? Und wir beide finden deine Sendung sehr toll. Danke, freut mich, dass du sagst. Danke. Tschüss. Tschüss. Thema Jungfrauen. Das freut mich übrigens, sowas auch mal zu hören, wo wir ja doch auch sehr viel über Probleme hier reden. Mal so eine tolle Geschichte zu hören, jetzt wie von Conny und von ihrem Ehemann. Ja, unser Thema heißt Jungfrauen. Und ich möchte mit Jungfrauen reden und über Jungfrauen reden. 0800 220 5050. Sibylle ist meine nächste Jungfrau. Guten Morgen, hallo Sibylle. Ja, hallo. Hallo. Oh, du bist jetzt dran. Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt, sage ich ganz ehrlich. Das finde ich ganz normal, wäre ich auch. Wenn ich da in der Leitung warten müsste, wäre ich da auch einfach. Ja. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Sibylle, du bist 26 Jahre alt. Ja, genau. Ich werde jetzt aber auch bald 27. Na gut, dann sagen wir fast 27. Ja. Und noch Jungfrau? Ja, natürlich. Ja, sonst würde ich ja nicht anrufen. Naja. Zu dem Thema, ne? Ja, das hätte ja sein können. Naja, egal. Bist du bewusst noch Jungfrau? Oder hat es sich nicht ergeben? Ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Also bei mir ist das eher nicht so bewusst, Jungfrau jetzt mehr zu sein. Also beziehungsweise nicht mehr gewollt unbedingt, ne? Also gewollt meinte ich. Nicht bewusst, sondern also gewollt. Ja, ne? Ja, genau. Also du würdest gerne, aber es hat noch nicht geklappt. Ja, genau so ist das. Das ist jetzt... wenn man eine Frau ist, eigentlich könnte man ja dann denken, das könnte ich an jeder Ecke kriegen eigentlich. Aber so einfach ist es dann doch nicht, ne? Ja, genau, weil ich habe mich jetzt auch total irgendwie mit meinem, ja, so mein Trieb, sage ich jetzt mal, für mich alleine so ja verkrochen. Also dass ich jetzt halt im Stillen so mit versuche zu handeln und umzugehen. Ja, ne? Das heißt also, Selbstbefriedigung machst du schon?
Ja, ja. Genau. Auch ja. mit, das heißt, du erlebst auch den Orgasmus dabei? Ja, ja. Und ich habe auch sehr viel Spaß daran, ne? Ja. Es ist ja auch eigentlich, da war eben einer bei dir in der Leitung, der meinte, da hat auch geredet von Sünde und so. Mhm. So ist das bei mir auch. Also ich denke auch eigentlich, immer habe ich gedacht, das ist eigentlich ja Sünde, ne? Wenn man so Sachen macht, ich habe ja auch so diese Schmuddelfilme, ne? Und was hast du, Schmuddelfilme? Ja, die habe ich auch. Ach so, dann. Porno, so Pornofilmchen hast du zu Hause? Ja. Ja, und die guckst du dir auch gerne dann an, während du dann Spaß mit dir hast? Ja, genau. Und das ist ja eigentlich nicht, ist ja eigentlich ein Frevel sozusagen, ne? Ich bin ja eigentlich nämlich auch, hatte ich ja auch deinem Kollegen da vorher schon erzählt, sehr konservativ aufgewachsen. Also ich bin, streng katholisch, ne, aufgewachsen. Ja, und hat man dir das denn so gelehrt, dass eine Frau eigentlich als Jungfrau in die Ehe gehen sollte? Ja, natürlich, ja, Ach so. Aber ich habe auch schon früh gemerkt, auch dass ich irgendwie so einen sehr ausgeprägten Trieb auch irgendwie besitze. Ne? Ach so, und dann hast du, war das am Anfang denn schwierig für dich, die Überwindung zu schaffen, dich selbst zu befriedigen, weil da hat man ja auch Bedenken dann. Ja, natürlich hat man dann Bedenken. In dem Moment schalte ich sozusagen irgendwie einfach oder versuche ich so zwanghaft das richtig so dann auch auszuschalten. Auszuschalten, ne? Spaß zu haben, hinterher wird es wieder eingeschaltet. Ja, genau, das ist das. Jetzt sag mir mal nochmal so den Hergang, den Verlauf deines Lebens. Gab es schon mal eine Verliebtheit in einen Mann? Ja, also ich ich war sehr schüchtern immer. Mhm. Als Kind, ich war ja, wie gesagt, wurde sehr streng erzogen, katholisch, und hatte da auch überhaupt, ich hätte sowieso niemand eine Chance jetzt bei mir gehabt, ne, als ich jünger war noch. Okay, aber also so, sagen wir mal so ab 18 aufwärts, warst du da mal verliebt? Ja. Warst du mal verliebt? Ja, ich hatte Schwärmereien schon immer, ne, ja. Für zum Beispiel auch im Fernsehen oder so irgendwelche Stars. Und aber es ist nie zu irgendeinem näheren Kontakt zu einem Mann gekommen? Nein, nie. Und das heißt, bis heute nicht, ne? Also, das heißt, du hast doch noch nie nackt mit einem Mann im Bett gelegen? Nein. Du hast auch noch nie einen Mann real nackt gesehen? Also, real nackt vor mir, nein. Nein, also, ja, na gut, ich war mal im Schwimmbad. Ja, ja gut, ne? Das schon. Ne? Ja. Du bist aber dir auch sicher, dass du auf Männer stehst und nicht auf Frauen? Ja, ne? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe mir nämlich auch, ich weiß nicht, ich sag das jetzt, ich meine, wir sind ja nur am Telefon. Ja. Eigentlich ist mir das eine sehr unangenehme Sache. Ja, hier können wir alles reden am Telefon. Ja, ich habe ja Internet. Und ja, dadurch, dass ich halt auch versuche, mit meinem Trieb dann halt so umzugehen, habe ich ja auch so Sachen, bestelle ich mir dann immer, ne? Zum Beispiel? Und die packe ich dann immer dann auch weg in den Schrank, damit ich die tagsüber, wenn ich jetzt, damit ich kein schlechtes Gewissen auch dann kriege, ne? Ach so, ja, die liegen im Schrank in einer Schublade? Ja, so ganz zu, dann in so... Das ist dann die böse Schublade? Ja, genau. Und wenn sozusagen. Und wenn der Trieb über dich kommt, dann wird die Schublade aufgemacht. Was liegt denn alles in der Schublade drin? Ja, also Domian, wenn ich dir das jetzt sage, ne, was denkst du dann von Ach, ich mir? Bitte, ich habe ja alles schon gehört, mir kannst du alles erzählen. Mich haut so schnell nichts um. Ja? Ja. Ja, also es gibt ja so Puppen, ne? Ja. Ja, ja, so eine, die habe ich mir Ach so, dann auch... Ach so, eine aufblasbare Puppe. Ja. Als Mann. Ja. Eine Männerpuppe. Ja, ja, eine Männerpuppe. Wo dann der Penis auch aufgeblasen ist. Ja. Ja. Mhm. Okay, gut, das ist schon mal ein. Und was noch? Ja, dann so Spielzeug, ne? Ja. Das sind so, Dildos. Dildos, Vibratoren. Vibratoren, ja. Ja. Und, dann halt so Schmuddelfilme und so. Und Schmuddelfilme. Ja. Finde ich erstaunlich, dass du dir sowas, dass du dich traust, wenn du schon so konservativ auf der einen Seite bist, dass du dich traust, dann dir solche Sachen zu kaufen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die sich so eine Puppe gekauft hat. Ich kenne nur ein paar Typen, die sich so Puppen gekauft haben, als Frau dann natürlich, ne? Ja. Aufblasbare Frauen. Aber ja, ich schäme mich ja auch dafür. Nein, das brauchst du gar nicht. Ja. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Lass mal das schlechte Gewissen zur Seite. Das finde ich völlig okay, wenn du dich nach deiner Lust und Laune selbst befriedigst. Und wenn das ein aufblasbarer Typ ist, dann ist es auch okay. Und wenn es ein toller Vibrator ist, dann ist es auch in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Das ist auch keine Sünde oder weiß ich was. Ich habe jetzt auch wenig Freunde, ne? Also das kommt ja auch dazu. Und dann, ja. Na, wie lebst du? Was machst du so im Alltag? Was für ein Beruf zum Beispiel?
Ja, also ich bin jetzt zurzeit arbeitslos. Ja, und vorher, was hast du gelernt? Ich habe im Verkauf, also ich habe immer, also ich bin von der Schule, als ich von der Schule abgegangen war, ja, habe ich halt so einen Job, also direkt bei uns ist so ein Edeka, also so. Ach so, du hast rumgejobbt, einfach so. Ja. Mhm. Ja. Hast du denn, du hast nicht so viele Freunde. Heißt das, dass du auch sehr viel zu Hause bist und alleine bist? Ja, das stimmt, ja. Mhm. So, und jetzt fängt die Sache wieder an, ernst zu werden. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn du dich nach Strich und Faden selbst befriedigst. Finde ich in Ordnung. Naja, also, ja. Aber, das darf natürlich nicht so sein, dass du dich in eine Isolation bringst. Ja. Du bist jetzt 26 Jahre alt. Ich werde jetzt 27. Entschuldige. Genau. Du musst unter Leute. Du musst, irgendwann ist das so verselbstständigt. Ich habe mich mal betrunken, ne? Und dann bin ich hier ob der Eck da, so heißt das, ne? Das ist so eine Kneipe, ne? Ja. Da habe ich mir einfach, ich habe einfach gedacht, jetzt gehst du einfach raus, ne? Ja, ja. Egal was, ich habe mich da zu Hause, habe ich dann halt mir einen sozusagen hinter die Binde gekippt. Ja. Ja, und dann war ich auch so ein bisschen locker drauf. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal um die Ecke, da gehe ich da einfach mal rein. Und was ist raus geworden? Nee, also normalerweise mache ich ja sowas nicht. Ja, nee, was ist dann passiert da, meine ich? Nee, also da waren ja dann auch nur so schmuddelige Typen, die waren ja auch dann auch schon angetrunken. Nee, das geht, ja, so geht's auch nicht, im Bild. Ja. Ja, da ist auch nichts passiert dann, ne? Nee, da ist nichts passiert. Nee, da ist wohl ein Mann dann gekommen, ne? Der wollte mich dann ansprechen, ja, und anmachen. Mhm. Ja, und dann habe ich auch, ich war ja betrunken, mich kennt man ja hier, da habe ich mir auch direkt gedacht, was machst du denn hier? Nachher, was die Leute reden auch wahrscheinlich. Ja, also da ist nichts passiert. Was ich gerade sagen wollte, war Folgendes. Man kann sich natürlich in so einer Art, wie du dein Leben da jetzt eingerichtet hast, kann man sich auch einkapseln. Ja, das so, stimmt. So wie der Uwe, ich weiß nicht, ob du den gerade mitgehört hast. Der, ja, der hat mich auch ein bisschen so an mich erinnert. So, und der ist schon 36. Der ist auch Krebs vom Sternzeichen. Hat er, glaube ich, gesagt, ja. So. Der macht das jetzt, der ist 36 Jahre alt. Ja. Und je länger man das, glaube ich, so praktiziert, desto mehr betoniert man sich ein. Ja. Und da musst du aufpassen, dass das sich nicht zu sehr verselbstständigt und du da nicht mehr rauskommst. Ja, nur Domian, wie? Ich habe ja auch... Ne? Die Frage ist jetzt, wie? Wie kommst du raus? Ach so, nee, ich habe ja auch so ein bisschen Angst auch vor Männern, ne? Was da mit denen auf mich zukommt, ob die mich dann irgendwie vielleicht auch verletzen. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch diesen Trieb dann auch, ne? Der nervt mich auch, sage ich dir ganz ehrlich, stört mich total. Ja. Also ich finde, dass man hier was machen muss. Und ich glaube, du bist auch noch offener als Uwe das vorhin war. Ja, das ist, kommt jetzt vielleicht aber auch. Ja, durch die Erzählung, was ich dir jetzt erzähle, erzähle ich ja niemandem, ne? Nee, ich meine vielleicht auch offener, dass du bereit, dass du eher bereit bist, auch an dir etwas zu tun. Wärst du bereit, zum Beispiel zu einem Psychologen zu gehen? Psychologen? Ja, doch. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ne? Ich möchte, weißt du, worauf ich hinaus will, Sibylle? Ich möchte nicht in 10 Jahren, falls ich diese Sendung dann noch machen sollte, nochmal mit dir sprechen. Und dann sagst du, es ist alles so wie damals, es ist nur alles noch viel ritualisierter. Aber ganz ehrlich, ich habe Spaß daran, ne? Ja, wenn ich auch, jetzt ganz ehrlich bin. Aber du hast doch auch Sehnsucht nach... Auch mit nach, der Puppe, ne? Ja, ist mir schon völlig... Ja, aber du hast doch Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach Liebe? Nach Zärtlichkeit. Ja, natürlich, ja. Also, ja, also ich sehne mich schon nach Sex, ne? Ja. So, jetzt mache ich mal folgenden Vorschlag. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Und dann wird dich eine Frau anrufen, die heißt Anja, und die wird noch etwas eingehender mit dir sprechen, und ihr beide sucht mal so ein paar Auswegmöglichkeiten, vielleicht aus dem, dass du noch mehr erleben kannst und dass es vielleicht auch irgendwann mal funktioniert. Domian, darf ich dir nur noch eins sagen? Ja. Also du bist ja ein sehr sympathischer Mann, ne? Und ich sag dir das ganz ehrlich, vielleicht wäre ja auch was drin, wenn ich vielleicht so einen Mann... Ja, so kennenlernen würde, der so wie du, so verständnisvoll, ne? Ja, auch. Ja weil, da gibt's ja eine ganze Menge von, da bin ich ja nicht der Einzige. Ja, also ich finde dich also klasse, ne? Sehr lieb von dir. Ja. Sibylle, ich danke dir herzlich, auch für das Kompliment. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich wieder an. Einverstanden? Okay, tschüss.
Hier ist Gisela und Gisela ist 25, ach nee, nicht schief, jetzt habe ich dich aber fast um 20 Jahre jünger gemacht, Gisela, um 30 Jahre. Du bist 55. Ja. Hallo Gisela, guten Morgen. Hallo. Du rufst an jetzt zum Thema Jungfrauen. Ja. Warum? Ja, ich war, das ist fast 40 Jahre her und auf meinem 16. Geburtstag hat mich mein damaliger, meine erste große Liebe abgeholt von der Arbeit. Mhm. Und dann ist er mit mir in den Wald gefahren, mhm, und weil er mir auch meine Geschenke geben wollte. Und dann haben wir ein bisschen geknutscht und so weiter. Mhm. Ja, und dann haben wir einen Mann auf uns zukommen sehen. Und das war, habe ich gesagt, guck mal, da kommt der Förster. Ja, war nicht der Förster, war leider mein Vater. Mhm. Und dann hat er mich da aus dem Auto rausgeholt, mhm, und mit mir nach Hause gefahren. Und dann haben sie mich erst da ausgequetscht. Und weil ich nichts sagen wollte, dann bin ich ja noch geschlagen worden von meinem Vater. Mhm. Und ja, dann haben sie meine Handtasche durchwühlt und haben eine Telefonnummer von ihm gefunden. Von dem Jungen? Ja, mhm, wow, der war doch schon 10 Jahre älter damals, der war schon 26. Ach, der war 26. Ja. Aber der war doch auch da, als dein Vater euch da erwischt hat. Der ja. War, ne? Der ist dann abgehauen, oder wie? Nee, der hat sich dann noch eingemischt und hat ihm dann erklärt, wieso und weshalb, aber mhm, mein Vater hat überhaupt nicht reagiert. Ja. Ja, und das Pech war, es war ein Italiener. Ja. Und mein Vater war damals schon sehr ausländerfeindlich. Mhm. Und ja, dann haben sie dann da angerufen, haben ihm jeglichen Kontakt zu mir verboten. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann rausgehen wollte, dann haben sie meinen Bruder immer mitgeschickt. Das mhm, wäre als Aufpasser. Ja, und dann am nächsten Tag ist dann meine Mutter mit mir zum Frauenarzt gegangen. Ach. Und hat darauf bestanden, dass der mich untersucht. Ob du noch Jungfrau bist? Ob ich noch Jungfrau bin. Mhm. Ja, und dabei ist dann passiert, dass er mich entjungfert hat. Wer? Der Frauenarzt. Durch die Untersuchung, durch oder? Durch die Untersuchung. Ja, ich habe dann Blutungen gekriegt. Ja. Ja, und das habe ich natürlich praktisch meiner Mutter nie verziehen, ne? Dass der dich entjungfert hat, ja, und deine genau, Mutter dich dahin gezerrt hat. Ja. Immerhin warst du schon ein junges Mädel, also eine junge, ganz junge Frau von 16 Jahren. Ja. Mhm. Mhm. Und Wie war denn das da? Hat der Arzt das denn gleich zugegeben und das deiner Mutter gesagt? Oder wie war das alles peinlich? Und ja, der Arzt hat dann meiner Mutter gesagt, dass ich noch Jungfrau war. Ja. Und dass ich noch niemals irgendwie mit einem Mann geschlafen hätte. Das hätte er wohl so festgestellt. Er hat eindeutig gesagt, ich war noch Jungfrau und dass ich noch nie irgendwie Sex gehabt hätte, ja, und so weiter. Hat der denn auch gesagt, dass er dich quasi durch die Untersuchung entjungfert hat? Nee, das hat er ihr nicht gesagt. Ach, das hat er ihr nicht gesagt? Nee, das hat er ihr nicht gesagt. Weil ihm das peinlich war? Ja, natürlich. Hat er dir das denn erklärt während der Untersuchung? Ja. Das schon? Ja. Und du hast auch kapiert dann, was da abgegangen ist? Ja, natürlich. Denn ich meine, ich hatte nicht meine Regel und habe mich gewundert, warum ich geblutet habe. Und da habe ich ihn hinterher darauf angesprochen. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, er hätte halt eben auf Drängen meiner Mutter mich untersuchen müssen. Mhm. Und dabei wäre es dann bald passiert, ne? Mhm. Ja. Nun könnte man ja sagen, okay, dass deine Mutter dich da hingezerrt hat, ist natürlich ein Unding. Ja. Das ist ja nun mal gerade erst 30 Jahre her, so lange ist 40. Das ja. 40 Jahre her. Ja. Ja, genau, 40 Jahre her. War es für dich auch unangenehm, dass du quasi jetzt entjungfert warst? Ja, natürlich, denn ich habe ja kurze Zeit später dann, was heißt, ja, ein Jahr später dann meinen damaligen Mann kennengelernt. Mhm. Und ich musste ihm das ja dann auch die Situation erklären, wieso ich keine Jungfrau mehr war. Ja. Denn er war so streng katholisch, er hätte nur eine Jungfrau genommen. Ach so, da spielte das nur eine große Rolle. Ja. Heutzutage interessiert die Männer das ja meistens gar nicht mehr, ob oder ob nicht. Aber auch seine ganze Verwandtschaft und so weiter, die haben auch darauf geachtet, was er sich für Mädchen nimmt. Ja, hat er das denn dann dir geglaubt, diese Geschichte? Ist ja eine komische Geschichte, kann ja jede kommen. Mein Frauenarzt hat mich entjungfert. Ja, im ersten Moment vielleicht nicht, aber als er dann hinter meine Eltern näher kennengelernt hat. Hat er schon gemerkt. Er hat er wohl gemerkt, dass ich ihm wohl die Wahrheit gesagt habe. Mhm. Ging das jetzt darum, dass du einfach nur Schwierigkeiten hattest, oder hättest du es einfach auch für dich, für dein Körperleben schöner gefunden, wenn du diese Entjungferung mit einem Mann erlebt hättest, den du liebst? Ja, natürlich. Ja, erstmal, ne? Ich bin dann hinterher geschieden worden. Mhm.
mein erster Mann ist tot mittlerweile. Mhm. Ich bin dann hinterher geschieden worden und man hatte mir damals bei der Scheidung gesagt, ich hätte ihm zu wenig irgendwie sexuell, was weiß ich, ihn gereizt oder ihn machen lassen oder was auch immer. Ich hätte mich immer mehr zurückgezogen beim Sex und so weiter, ne? Stimmt das? Ja, natürlich. Warum? Aber ich fand das nicht irgendwie ein Scheidungsgrund. Nee, natürlich nicht. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, was da damals passiert ist mit dem Frauenarzt. Ja, ich hatte irgendwie immer, weiß ich auch nicht, Beklemmungen oder... Ach so. Irgendwo eine Scham, eine Hemmung, eine... Ah, verstehe. Also, da ist richtig was Übles angerichtet worden damals. Ja. Hast du deine Mutter später mal, als du Erwachsener warst, ihr das mal vorgeworfen, hier nach dem Motto, was hast du mit mir gemacht damals? Nein, das habe ich nie gemacht, weil bei uns das Thema war tabu. War tabu, und da schämt man sich hinterher. Und dann, ja, ich habe noch 7 Geschwister gehabt und also die hat sich auch nie vor uns ausgezogen, meine Mutter oder irgendwie mal gezeigt, nackt oder so. Das war bei uns einfach tabu, das Thema. Ja. Und ich hätte niemals mit ihr darüber sprechen können. Also ein Resultat von schlimmer, konservativer Erziehung. Ja. Verklemmter Erziehung. Und du hast es dann was Leidtragender. Ja, und sie hat mir ja praktisch meine erste große Liebe kaputt gemacht, dadurch. Mhm. Das ist dir eingefallen zu unserem Thema Jungfrau, ne? Als du das wahrscheinlich gesehen hast. Ja. Verstehe. Kann ich verstehen, Gisela. Ja. Schön, dass du es mir erzählt hast. Mhm. Wünsche dir alles Liebe und alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Marc, 31. Hallo, Marc. Ja, hallo. Guten Morgen, Marc. Auch zum Thema Jungfrauen. Jawohl. Warum? Zum einen, weil ich noch Jungfrau bin. Auch? Es gibt viele männliche Jungfrauen. Jo. Ja, auch ältere männliche Jungfrauen. Zum einen, weil du noch Jungfrau bist und zum anderen? Weil ich in einer Beziehung lebe. Ach. Seit schon mehreren Jahren. Meine Freundin auch Jungfrau ist. Beziehungsweise, ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Wir sprechen aber jetzt nicht von dem Sternzeichen. Nee. Das heißt, du bist seit mehreren Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. In der keine und wirkliche Sexualität läuft. Nicht mehr. Anfangs ein bisschen. Aber auch kein Geschlechtsverkehr. Kein Geschlechtsverkehr. Warum nicht? Meine Freundin wurde in ihrer Kindheit, das passt jetzt auch so ein bisschen, sie hat auch ein schlimmes Erlebnis gehabt, aber kein einmaliges, sondern ist über einen Zeitraum von 5 Jahren missbraucht worden. Ah ja, das heißt, da ist aufs heftigste, aufs heftigste mit allem drum und dran. Verstehe, also, da ist eine große Blockade bei ihr und sie hat keine Lust und kein Interesse an Sexualität. Ja, genau. Also sehr problembelastet und ich merke einfach von meiner Seite aus, dass mir was fehlt in der Beziehung. Aber du hattest vorher auch nie Kontakt mit einer Frau, sexuellen Kontakt? Nein, meine ersten sexuellen Erfahrungen habe ich mit ihr gemacht. Ja. Wie erklärst du dir das bei deiner Person? Du bist, wie gesagt, auch schon 31 Jahre alt. Ja, ich sag mal, die Gelegenheit hätte es im Vorfeld vielleicht auch gegeben, aber für so One-Night-Stand-Geschichten oder sowas war ich einfach auch zu stolz. Ja, aber jetzt ist die Situation eingetreten, dass dir da schon was fehlt. Du bist mit einer Frau zusammen. Liebst du diese Frau? Ja. Ja, aber es fehlt eben ein ganz wichtiger Faktor, der eigentlich in eine Beziehung gehört, nämlich die Sexualität. Genau. Hat deine Freundin sich behandeln lassen schon? Ja, mehrfach. Mehrfach. Ist auch derzeit noch. Mhm. Und das heißt, die Mehrfachbehandlung hat diesbezüglich dann noch keine Veränderung gebracht? Nee. Mhm. Bist du da noch hoffnungsvoll, dass sich da was tun könnte? Das ist ja die Problematik. Also ich stehe so quasi vor der Frage, also hat diese Beziehung Zukunft, wenn ich quasi dann in Kauf nehmen muss, sie wird weiterhin ohne Sexualität bleiben. Wie lange läuft die Beziehung jetzt schon, sagst du? Wie viele Jahre? Fast 7. 7 Jahre schon? Ja. 7 Jahre und noch keinmal miteinander geschlafen? Nein. Finde ich eine schwierige Sache. Finde ich eine schwierige Sache. Vor allen Dingen, wenn du jetzt das Bedürfnis hast und wenn das einmal so geweckt ist, wird es ja wahrscheinlich immer größer. Es war zu Anfang, war es einfach auch noch, ja, leichter ist so eine Sache, aber es gab zu Anfang zumindest, es gab eine Sexualität, bis hin zum Oralverkehr auch, aber... Und das gibt es mittlerweile auch nicht mehr? Nee. Also ich sag jetzt mal seit 2 Jahren nichts.
Ich glaube, dass ein sehr schlechter Stern jetzt über dieser Beziehung steht, jetzt aufgrund der wenigen Sachen, die du mir gesagt hast, aber das sind ja sehr gewichtige Sachen. Jetzt können wir das leider nicht vertiefen. Ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich rum. Ich hätte eine Bitte. Marc, ja, wir rufen dich gleich so jetzt gleich nochmal an. Ach so, super. Ja. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal zurück. Alles okay. Klar, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute von uns zum Thema Jungfrauen. In der Technik war Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Morgen mit einer freien Themennacht. Ich würde mich gerne morgen mit euch auch unter anderem über das Thema Schuluniform